Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf Panobi. Heute ist mal wieder ein neues Paket angekommen von RGS Grading. Ein paar ganz nette Sachen sind wohl in dem Paket drin. Ich habe es noch nicht geöffnet. Also wollen wir einfach mal direkt loslegen, würde ich mal sagen. Kurze Info noch vorher: Das Paket wurde eingeschickt am 19. Oktober. Also ist jetzt schon, ja, ist heute gekommen am 9.2. Also war jetzt gute 70 Tage unterwegs. Etwas mehr wie angegeben, also wie es sein sollte. Da gab es wohl Probleme mit den Cases. Keine Ahnung. Aber nicht so weiter tragisch. So, dann wollen wir direkt loslegen, oder? Und da ist das gute Stück. Ist ein Monsterpaket. Sind 7 Kilo insgesamt. Also ich habe es nicht auf die Waage gestellt, aber es sind halt, ja, mit 7 Kilo ausgezeichnet. Ist halt echt ein Monster-Ding, das Gerät hier. Und dann wollen wir direkt loslegen, oder? Schauen wir mal. Also ich weiß ja, was für Spiele es sein müssten. Aber ich bin wirklich mal auf die Crates gespannt, was wir jetzt da haben. So. Okay, das ist mir jetzt relativ neu. Dass hier jetzt auch diese Kollegen dabei sind. Ja, zum Polstern vielleicht ganz gut, aber für das Auspacken nicht so geil. Ich versuche jetzt mal vorsichtig das zu entfernen ein bisschen und wir sehen uns weiter. So, ich habe jetzt mal hier die Schaumgummifreunde hier oben etwas entfernt, soweit ich konnte. Es sind noch ein paar drin, aber nicht so schlimm. Aber man sieht halt hier schon mal das Highlight in diesem Paket. Lässt sich schon leicht erahnen. Zum Glück ist es verkehrt herum, also, ist schon, das ist ein Brocken, ne? Okay, den legen wir erstmal zur Seite, den Kollegen. Okay, sehr, sehr gut verpackt das Ganze. Also der liegt erstmal hier beiseite. Ja, wir haben noch einige Schaumstoffkollegen hier. Ich glaube, ich schwöre, ich weiß nicht, was das hier ist. Okay, wir packen erstmal die Spiele alle zur Seite. Machen Sie nichts sehen. Okay. Jetzt habe ich hier noch einen Crate leider gesehen, wie ich ausgesehen habe. So. Also das ist die Ausbeute. Kommen wir hier mal zurück. Monster-Ding, ich weiß nicht, was das hier ist, und hier ein paar Spiele. So, ich packe einmal hier die Kamera rum, einen Moment. So, ich habe jetzt alles mal ausgepackt aus der Folie, habe das alles zur Seite gelegt. Ich habe noch keinerlei Crates gesehen. Ich habe jetzt einen Stapel mir mit den Spielen gemacht und jetzt fangen wir einfach mit dem kleinen Päckchen an, wo ich nicht weiß, um was es sich handelt, also was es ist. Jetzt nach dem Auspacken weiß ich, was es ist und ich zeige es einfach. Es sind zwei Karten. Mich hat es einfach verwundert, weil ich hatte in dieser Submission keine Karten angegeben. So, war ich erst verwundert, hä, wieso sind da Karten jetzt mit drin? Und scheinbar sind es wohl, also ich habe es noch nicht gesehen, es müssten die Karten sein für die nächste Submission. Also ist ja noch ein da offen. Ich denke einfach mal, die beiden sind schon fertig gewesen. Und ja, also die Karten sind wahrscheinlich schon fertig gewesen, haben es einfach schon mitgeschickt in der fertigen Submission. Was ich sehr cool finde, hier die Halterung mit dabei gewesen. Also einmal. Ich wusste jetzt nicht, dass ich die bestellt habe. Also in der Liste ist nicht aufgeführt. Also haben wir einmal eine Halterung. Und jetzt fangen wir hier mit der rechten Karte an. Also wie man sieht, Pokémon-Karte. Öffnen es direkt und holen es raus. Also das allererste Mal, dass ich jetzt von RGS Karten habe gecredited und das ist Pikachu aus Celebrations, ja, Standard, in einer schönen neuen, sehr, sehr schön. Gefällt mir wirklich das erste Mal das Case. Als ich halt vor Ort war bei RGS, da habe ich mir so ein richtiges Case erstmal mal angeschaut. Und also optisch ist, glaube ich, echt eine Geschmackssache. Ist nicht für jeden etwas. Aber wenn man es einmal in der Hand hat und die Qualität sagt, ja.
Warum nicht? Kann man mal machen. Gefällt mir. 9 Pikachu Celebrations. Sehr schön. Und das hier müsste auch ein Celebrations sein. Also das ist die Karte von meinem Bruder. Die hat er abgegeben. Die wollte er einfach ganz gern für sich haben. Und ich habe hier, müsste es sein, ich versuche es mal zuzudecken, ein Turtok auch aus Celebrations. Und da haben wir eine 9,5 Turtok Holo. Sehr, sehr schön. Also das freut mich mega. Corners 10, Edges 10, Surface 9,5, Centering 9. Sehr, sehr schön. So, aber darum soll es eigentlich heute nicht gehen. Also es war eigentlich nicht geplant, dass ich die Karten heute mit auspacke. Legen wir einmal zur Seite die beiden. Und ja, danke RGS für die Halterung. Finde ich sehr schön. Dann kommen wir zum ersten Spiel, was ein bisschen jetzt hier aus der ganzen Sub mich ein bisschen hervorsticht. Also was nicht dazu so mit reinpasst. Aber ich wollte es einfach haben. Und zwar haben wir hier Persona 4 für die PlayStation 2 und wir haben eine 85 Nemeth Plus. Sehr, sehr schön. Amerikanische Version, so soll es auch sein. Ich hatte mir mal Persona 3 auch zugelegt, weil ich ganz gerne die Persona-Reihe hätte. Aber leider ist mir da irgendwie, ja, ein schädiges Teil. So, komm, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal Persona 4 in einer Gold. Das freut mich mega. So, gehen wir hier oben hin. Am Ende zeige ich natürlich wieder alles, was kam. Hier haben wir, ja, das sind jetzt so Standardspiele, sag ich mal, die momentan eigentlich noch im Umlauf sind. Aber ich denke mir einfach so, nice to have, kann man schon mal sich zulegen, warum nicht? Und hier haben wir Mario Kart 8 Deluxe in einer 90 Plus. Gold. Sehr nice. Das freut mich. Mario Kart 8 Deluxe, Game Card, Gym Version. Und jetzt achte ich auch ein bisschen mehr drauf, was da oben so mit drauf steht, weil beim letzten Submission-Paket war ein kleiner Fehler aufgetaucht, was ich ja später gemerkt habe. Und hier haben wir, wonach sieht es aus? Super Smash Bros. Ultimate in einer 85 plus Gold. Sehr schön. Bisher nur Gold. Das freut mich. Weiter geht's mit einem weiteren Klassiker aktuell für die Switch. Und zwar muss das eigentlich jeder mal gespielt haben. Und zwar haben wir hier Zelda Breath of the Wild 85 plus Gold. Mega, das freut mich. Heute, wo ich es jetzt gerade aufnehme, haben wir den 9.2. Heute Abend um 23 Uhr ist ein Nintendo Direct. Also, vielleicht haben wir Glück und es wird mal irgendwann Zelda Breath of the Wild 2 angekündigt, aber mal gucken, was da so kommt heute Abend. Aber darum soll es jetzt auch nicht gehen. Es geht hier weiter mit dem nächsten Spiel. Und zwar haben wir hier Animal Crossing, auch in einer 90 Gold. Nice. Animal Crossing, New Horizons, Game Card, German. Genau, perfekt. So soll es sein. Mega, bisher nur Gold. Nice. So, dann geht es auch schon wieder weiter mit dem nächsten Switch-Spiel und zwar haben wir hier Super Mario Bros. U Deluxe auch in einer 85 plus. Nice. Also heute ist unser Tag. Heute ist unser Tag. Und jetzt geht es auch schon zum letzten Spiel und zwar haben wir hier Pokémon. Pokémon Schild. Und auch in einer 85 plus Gold. Mega. Pokémon Shield. Gem-Version, super, so soll es sein. Mega, Hammer. So viele Goldspiele, das freut mich. Jetzt zeige ich euch auch einmal die ganzen Spiele so im Großen und Ganzen. Die Pokémon-Karten, Persona, Mario 8 Deluxe, alles da. Und hier habe ich 85 plus, 85. Alles Gold, also mega nice. Und auch die Karten in einer Top-Bewertung. Das freut mich. Und ja, jetzt geht es dann an das gute Stück. Das Highlight dieses Pakets. An das gehen wir jetzt. So, dann gucken wir mal, wie wir es auspacken. Ich habe schon gemerkt, es ist ziemlich, ziemlich gut eingepackt.
Ich kann schon mal spoilern. Es ist die allererste Konsole, die ich jetzt getradet habe. Und ich habe jetzt auf das Paket hier über 70 Tage schon gewartet, also über 70 Werktage. Also ist schon einige Zeit ins Land gegangen. Und hier richtig schön nochmal so extra eingepackt, das komplette Ding. Das komplette Case. Und da ist es. Hammer. Einfach ein Prachtexemplar. Diesen Staub, also irgendwas in der Art. Hammer. Also, wir haben hier die Nintendo Switch OLED. Das Neueste vom Neuesten. Und ja, dann schauen wir mal, was für eine Bewertung hier rauskam. Das gibt es nicht. Wir haben eine Nintendo Switch OLED in einer 90 Gold. Schaut euch diesen Trümmer an. Hammer. Einfach ein Prachtexemplar. Jetzt haben wir hier noch einmal alle Spiele ausgepackt, aus der Schutzfolie rausgenommen. Und das sind einfach alles Bänge. Hammer, alles in Gold. Und sogar die Nintendo Switch OLED in einer 90 Gold. Hammer. So ein geiler Anblick. Also, ich find's Hammer. So, das war die Submission. Ich bin hyped, ich bin erfreut. Alles in Gold. Alles in Gold. Mindestens Gold. Das ist also wirklich 85 plus, ich spiele mindestens Hammer, Hammer. Ich bin mega happy und vor allem, dass ich dieses Prachtexemplar hier jetzt mein eigen nennen kann. Die Switch OLED in einer 90 Gold. Also, ich finde es Hammer, das Teil. Mega. Die Konsole kriegst du aktuell so gar kaum noch, also echt schwer. Und ja, generell, Switch wird auch etwas knapp momentan auf dem Markt, die auszukriegen. Und ich habe sie jetzt schon direkt gecradet. Und ja, ich denke mal nicht, dass es so viele davon schon gibt. Ich denke mal auch erst recht nicht von RGS. Ja, also ich bin baff. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das alles in Gold wird. Also habe ich das nicht gerechnet. Auch vor allem das Persona, da schon etwas länger jetzt rumlagen und sowas. Ich habe die Zustände, ich weiß gar nicht, wirklich. Es war jetzt am 19. Oktober, wie gesagt, habe ich die Submission fertig gemacht, habe es hingeschickt zu RGS und jetzt heute kam es halt dann wieder zurück. Waren jetzt über 70 Werktage und ja, hat mal ein bisschen länger gedauert wie sonst, aber kann man auch drüber hinwegschauen. Und ja, was gibt es da jetzt noch groß zu sagen? Also ich bin baff, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da, lasst auch ganz gerne mal einen Kommentar da, was ihr davon haltet, von den Spielen. Und ja, eine Meinung über die Switch würde mich auch freuen. Und nochmal vielen, vielen Dank, RGS, vor allem auch wegen den Karten. Also ich habe jetzt wirklich nicht damit gerechnet, dass ihr die Karten noch mitschickt. Weil ich habe wirklich, ich habe jetzt gedacht, das kommt ganz normal oder hole ich dann mit ab beim nächsten Mal. Also das hatte ich jetzt nicht erwartet, dass sie mit dabei sind. Aber ja, wenn ihr schon mal fertig waren und jetzt einfach mit reinlegen konntet, ist ja auch perfekt. Freut mich mega. Und ja, lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.